Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man in Destiny 2 die exotische Handfeuerwaffe Sturm und die legendäre Pistole Drang holen kann. Das Ganze ist an eine Questreihe gebunden, die man erst abschließen kann bzw. anfangen kann, wenn man die Story beendet hat. Das heißt, zuerst die Story beenden, dann kann man zu Nessus fliegen und auf Nessus geht man zu Failsafe und kriegt den Anfang von der ganzen Exo-Quest. Als erstes müsst ihr ein paar tote Astronauten finden. Die werden auf der Karte nicht ganz so linear angezeigt, wie man das normal von den ganz anderen Missionen gewohnt ist. Deswegen zeige ich hier ganz kurz, wo die vier sind, damit man einen Überblick hat, wo man hinfliegen muss bzw. hingleiten muss mit dem Sparrow. Der Rest ist recht linear aufgebaut bis zu dem Punkt hier. Hier müssen wir Vex-Feinde töten, das sind besondere Feinde, das sind nämlich die hier, die haben einen besonderen Namen. Werden zwar auch angezeigt, wenn man den Geist nach vorne nimmt, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem kurz, nicht, dass es zur Verwirrung kommt. Der Rest der Mission ist recht linear aufgebaut, also linear weiter aufgebaut. Das heißt, wir kämpfen uns weiter durch, töten das, scannen jenes etc. etc. Muss man nicht ganz so viel dazu sagen, ist klar, wie es strukturiert ist, bis wir dann zum letzten toten Astronauten kommen. Der gibt uns eine Pistole, das wäre Drang, und er gibt uns eine weiterführende Quest für die Exo-Waffe Sturm dann. Kleine Randnotiz, geht nochmal zurück zu Failsafe, sie gibt euch nämlich noch ein legendäres Engramm, öffnet das aber nicht, denn ihr braucht es später noch. Mit der neuen Quest, das auf den Fötzelpapier geschrieben ist, geht ihr zu dem Meister Ruhl auf den Turm. Er gibt euch dann die weiterführende Mission und eine davon ist, ihr müsst 5 legendäre Engramme entpacken und ein exotisches ist natürlich dementsprechend schwierig, aber eben deswegen müsst ihr das legendäre sparen. Hier gibt es noch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr irgendwo einen Rangaufstieg habt oder sonst irgendwie ein Engramm kriegt von der Vorhut oder was auch immer, zählt das auch zu der Mission dazu. Das Schwierigste wird aber wahrscheinlich natürlich das Exo-Engramm sein. Punkt 3 auf dem Fötzel ist, dass wir auf Nessus noch Gefallene töten müssen. Das heißt, wir fliegen hin, töten ein paar Gefallene, schließen das Ganze ab und können wieder zurück. Wir müssen wieder zu Raoul und Raoul schickt uns dann weiter. Und zwar zu Tyra Karn. Sie befindet sich auf der Farm auf der Erde, deswegen müssen wir auf die Erde, auf die Farm, dann zu ihr und sie gibt uns dann noch eine weiterführende Mission. Die beinhaltet, dass wir Gefallene töten müssen, ohne nachzuladen. Das müssen 3 Gefallene sein und erst dann dürfen wir nachladen, dann kriegen wir einen Punkt drauf. Und das andere ist, wir müssen mächtige Gefallene töten. Das ist etwas schwieriger, aber auch da gibt es einen Trick. Das Ganze findet wieder auf Nessus statt, da haben wir wahrscheinlich noch ein paar Missionen offen. Einige von diesen Abenteuermissionen sind nämlich gefallene Missionen, wo wir Sevitoren finden. Sevitoren zählen hier zu den mächtigen Gefallenen, das heißt, die können wir so töten. Wir starten eine Mission, wenn man die schon gemacht hat, müsste man halt auf ein Public Event warten, geht da aber auch. Nun aber zu den Missionen. Bei den Abenteuermissionen werdet ihr irgendwann einen Sevitor treffen und den könnt ihr töten. Wenn ihr ihn getötet habt, tötet euch selber, dann setzt es nämlich die Mission wieder zurück zu einem Spawnpunkt. Ihr könnt wieder hinlaufen, das könnt ihr 10-mal machen, bis der Sevitor 10-mal gestorben ist und ihr das Ganze abgeschlossen habt. Mit diesem ganzen Gerümpel geht's dann wieder zurück zu Tyra Karn auf die Farm und sie gibt uns die allerletzte Mission, wo wir bei einem Strike auf Nessus noch einen bestimmten Feind töten müssen. Es ist nicht der Endfeind, der Endboss, sondern es ist eins davor. Bedeutet im Klartext, wir starten Nessus, also fliegen hin, gehen zu dem Punkt, ist nämlich eine Quest auf Nessus selbst, starten das Ganze und machen den Strike. Kurz bevor wir in den Bossraum kommen, das ist der dunkle Raum, in dem wir uns vorher befinden, ist dann ein Sevitor, den wir töten müssen, eben laut dieser Quest. Wir töten den, schließen die Mission ab, können zurück und kriegen die Exo-Waffe. So, das wäre es gewesen. Eigentlich ganz einfach, dauert ein Momentchen, aber kriegt man dann doch in ein paar Stündchen hin.
Gut, das wäre es eigentlich auch schon gewesen von den Waffen Sturm und Drang. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Waffe, wenn ihr sie dann ergattert habt. Lasst gerne noch ein Like drauf auf dem Video, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Schreibt noch was in die Kommentare, wenn euch am Video irgendetwas stört oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich bin da sehr offen für konstruktive Kritik natürlich. Schreibt es einfach in die Comments. Lasst ein Abo da, wenn ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.